Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Grandia 2. Wir haben hier diese sexy Tuse aufgerissen und ja, mit der erleben wir jetzt Abenteuer. Ist die... Ich dachte erst, okay, der und die Priesterin kommen zusammen, aber... Jetzt könnte ich mir tatsächlich eher vorstellen, dass das hier quasi der Fehnerersatz ist, mit dem wir dann zusammenkommen später. So, hier kann man nicht nochmal mit so einem Angriff zu rechnen. Gut. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ah, okay. Ich verstehe. Halt, nee, ich verstehe nur bedingt. Bin ich zwar wieder hier. Aber da habe ich doch das gleiche Problem wieder. Weil ich konnte ja da hinten nicht hochlaufen, oder doch? Bin ich hier nicht... Ach ne, hier, okay. Ne, alles gut. So funktioniert's dann. Muss man erstmal sehen. Oh, 100 Gold. Was ist das denn für Viecher? Eklige Kröten? Ein Frostfrosch, okay. Erstmal wegknallen. Komm mal eben. Das Gute ist, die macht halt Fernkampfangriffe. Die sind nicht so schlimm wie die Schlangen. Definitiv nicht. Und es sah gerade aus, als hätte ich Teile von ihm abgeschlagen. Boah, 74 Münzen. 74 an Gold. Der Nachteil ist natürlich, dadurch kann man tatsächlich daneben gehen. Daneben treffen durch Fernbeschuss, aber trotzdem. Das ist ja eklig, das ist fast wie in Resident Evil die Hunde. So Resident Evil 5 Style. Ja, das meinte ich, kann man daneben schießen. Das ist ein Nachteil, aber ansonsten. Eine Potion. Ach ne, Augentropfen. Okay, die Viecher können ja wahrscheinlich blenden. Das ist überhaupt nicht blendend, aber irgendwie dann doch. Vielleicht könnt ihr einen wirklich blind machen. Münzen. Und zwar richtig viel. Also von denen könnte ich mehr vernichten, finde ich. That was beautiful, you guys. Ist echt nicht schlecht. Man kriegt von denen richtig viel Zeug. Ah, das sind diese Pflaumennüsse. Was ist das? Ein Schlaftalisman, ja. Talismane sind jetzt nicht, also im Grandia 1 war es schon so, dass ich solche Sachen nicht benutzt habe. Bist hier reingekommen. Beeindruckend, dass er allein so weit gekommen ist. Ist das Monster da drüben? Ist das das Monster da drüben? Nein. Es ist der, den wir retten wollen.
Haben wir die Initiative? Was haben die denn? Okay. Bitte den da. Okay. Das könnte hier echt nützlich werden, weil die sau viel Leben haben. This is my way of thanking you. Ui, die leben noch. Aber hier war es echt nützlich. Ah, der hat's nicht geschafft. 300. Mach dir mal, guck mal, dass du ihn wegkriegst. Aber... Wo ist er? Ah! Tensei can slash! Oh, er lebt noch. Ich glaube, die geht gleich drauf. Sky, take flight! Here goes, flying Tensei Ken! Okay, geht auf ihn los, ist gut. Ein Nebelei. Das ist ein Mana erhalten. Ja. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ich bereue es jetzt schon. Soll ich nicht hier sein? Geh nach Hause. Und was ist mit euch beiden? Was macht ihr? Wir befreien das Land von der Monsterplage. Echt? Dann nehmt mich bitte mit. Verschon mich, das ist kein Kindergarten, Kleiner. Geh nach Hause. Das werde ich nicht. Ich mache keinen Spaß. Ich darf dieses Medaillon nicht verlieren. Das ist das Letzte, was mir meine verstorbene Mutter geschenkt hat. Wenn ihr begegnest, sag ihr, sie hätte dir stattdessen etwas Vernunft beibringen, hinterlassen sollen. Es ist wertvoll. Ich darf es nicht verlieren. Komme, was wolle. Ich werde es garantiert zurückbekommen. Hm, du bist so süß. Es ist entschieden. Ich nehme dich mit. Ich heiße Millennia. Wie heißt du? Ich heiße Rowan. Dankeschön, Millennia. Hey, das kommt gar nicht in Frage. Wir haben einen anstrengenden Weg vor uns. Es wird ja nur ein Klotz am Bein sein. Ich freue mich so, Yudo. Machst du dir wirklich Sorgen um mich? Das ist doch ein guter Mensch. Du bist doch ein guter Mensch. Ich bin zwar schwach und gebrechlich, aber ich werde zeigen, dass ich dieses Kind beschützen kann. Das geht schon gut, stimmt's? Ja, ich werde euch nicht zur Last fallen. Wieso ist die eigentlich so schwach? Weil die hat eine ganze Kirche zerstört einfach so. Okay. Kann ich mit dem Kind tauschen? Schwach und gebrechlich, also alles klar. Vergiss nur nicht, ihn zu füttern und zweimal am Tag sein Klo sauber zu machen. Okay. Hey. Fang bloß nicht an zu heulen, Klein. Es gibt die Zahnfee, okay? Dann nimmst du mich also mit?
Fürs Erste, aber wenn du nicht mithalten kannst oder mir auf den Geist gehst, kommst du wieder in den Kindergarten. Verstanden. Den Mund zu voll genommen. Bevor ich hier wieder irgendwas verschwende, gibt's hier... Wieso kann ich eigentlich keine Heilgegenstände bei den Leuten immer kaufen? Halt, 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 halt. Okay, er kann anscheinend irgendwas. Sind wir wenigstens schon zu dritt. Warum Kampf? Okay, was kannst du denn? Goldhammer. Sonst hat er nichts, okay. Warum ist hier bei ihr so ein rotes Ding? Die sind so stark, die Gegner hier. You better practice if you want to beat me. Was ist das? Bringt das? Ah, okay, damit kann ich Leute wiederbeleben, gut. Klingt nach diesen Kröten. Aber die fand ich eigentlich relativ schwach. Oh, dann werde ich hier knacken. Erstmal kriegen wir auch richtig auf die Fresse danach. Was ist jetzt los? Was macht die denn? Don't mess. Okay, sie hat also irgendwas, wenn sie wütend genug wird, dass sie nochmal zusätzlich was triggert, wie es scheint. Oh, Sailor Moon. Sie wird also immer wütender. Und da macht sie irgendwas. Krötenöl klingt gesund. Oh, Heilkraut, gut. Okay. Oh, wir vermöbeln mal als nächstes. Moment. Das haben sie sich aufgeteilt, das ist natürlich blöd.
Ich scheine ein bisschen schneller. Ne, wir sind genau gleich wie die Kröte. Aber wir schlagen sie sehr gut zusammen. Sie hat gar keinen Mund. Okay. Dreihundert mal Gold. Ah. Steinkopf. Was hat's mit diesen komischen Nüssen auf sich? Oh nee. Wie gut geht's uns noch? Purpurblitz. Ich will sie wenigstens freischalten. Zertrümmern. Klingt doch nett. Einige Feinde. Oh, das ist ja schön. Konnte nichts machen, das ist automatisch passiert. Ah. Tödlicher Absatzangriff. Die sind noch stärker, habe ich das Gefühl. Take flight! Here goes! Flying Tensei Ken! Mach mal nochmal eins. Okay, jetzt kann man sie so vermöbeln, denke ich. Der Tritt auf einen wird dann schon richtig fies. Aber du wirst halt immer wieder aufgehalten. Goldmünzen.
Also Geld kriegt man ja richtig gut gerade. Ah, so, jetzt ist das Wasser wieder hochgegangen da hinten wahrscheinlich. Und wir haben keine Möglichkeit mehr abzuhauen. Aber wir kommen so zurück. Ich rechne mit einem Boss gleich. Okay. Gucken wir mal, dass wir sie alle erstmal loswerden. Da ist so ein Oh, das könnte wehtun. Oh ja. Oh, und das verwirrt, wie es aussieht. This is my way of thanking you. Ich glaube, bei der Animation hat's noch nicht ganz, haben sie vergessen, HD zu bearbeiten. Oh Mist, das eine Fieder lebt noch. Oh nein, erwischt. Sie, okay. Die müsste es auf jeden Fall überleben. Aber was heißt das? Nee, das wäre verschwendet. Du blödes Drecksvieh! Ich wollte dich gerade loswerden. Versuchen wir mal das. Er macht einen normalen Angriff. Das ist nicht so schlimm, aber der hat auch viel Leben. Und danach muss sie sich auf jeden Fall mal heilen. Hab ich sonst nichts? Mach mal. Strike, Purple Lightning. Take that and that. Yeah. Oh, guter Schlag. Golden Hammer. Clash. Kann
ich die immer wieder verwenden, diese Harfe? Hat die Aufladeeffekt oder ist die dann weg? Hat anscheinend funktioniert. Das ist nochmal so ein Ding. Strike! Purple Lightning! Take that! And that! Yeah. Ha! Golden Hammer! Crash! Oh, ist die Harfe jetzt weg? Nö, geht immer wieder. Das schlägt einfach, das Vieh will einfach nur zuschlagen. Ich auch. Golden Hammer! Crash! So schlecht ist er gar nicht. Für den kleinen Jungen. Das Gute ist, wir können ihn jetzt richtig schön vermöbeln. Er ist ein Boss, aber er wird vermöbelt. Ah, Mist. Ich dachte, ich krieg's abgewehrt. Ob sie noch lebt? Ansonsten muss ich sie wiederholen. Okay, noch lebt sie. There you go. Ja, ich habe kein... Oh, sie greift ihn an, das ist schlecht. Verwirrt sein ist scheiße. Ein bisschen Glück greift sie den richtigen an. Irgendwie kann sie das Kind doch nicht leiden, habe ich das Gefühl. Einfach nur auf ihn schlagen. Jetzt richtig. Egal, das reicht nicht, um zu töten. Vom Geojäger gejagt. Wahrscheinlich fürs Abenteuerbuch. Yay. Du hast ein Fertigkeitsbuch erhalten. Nutze aus und löse Feldtransfer. Na, das hat ja viel geholfen. Wir können gleich hier übernachten und darauf warten, dass er an Altersschwäche stirbt. Was sollen wir tun? So wie das läuft? Geschieht dir recht. Das hast du mit den Flügeln Walmart spielst. Was war das? Wer oder was bist du? Hä, bist du doof? Du hast das doch schon gesehen. Ups. Das habe ich laut gesagt, oder? Mach das einfach nicht. Wir waren echt in Schwierigkeiten. Das wäre nur aus uns geworden, wenn du nicht.
Nicht der Rede wert. Hol dir nur deinen Medaillon. Ach, stimmt ja. Auf dem Podium. Es ist her? Hier. Das habe ich dir zu verdanken. Vielen Dank. Moment mal. Hat sich gerade als Flügel Walmers bezeichnet? Ich weiß nicht, wovon du redest. Komm, gehen wir schnell zurück. Es tut mir so leid, dass wir uns alle Sorgen um dich machen. Kindergarten, kleiner Kindergarten. Grant habe ich hier nicht in Stein. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay, ist alles wieder zurückgestellt? Das ist ja merkwürdig. Aber schon komisch, dass die Bosse immer am Ende warten. Aber dafür, dass der kleine Kindergartenkind ist, kann er verdammt gut kämpfen. Wir sollten ihn nicht in den Kindergarten schicken, wir sollten ihn weiterkämpfen lassen. Ah ja, hier lang genau. Höhle ist total leer gefegt. Dann hauen wir wieder ab. Vielleicht ist sie ja von den Schlumpfbären wieder erwacht. Unsere Dame, dann hätten wir rein theoretisch schon ein Viererteam. Ich frage mich, ob es so bleibt. Oder ob davon jemand wieder gehen muss.